Hallihallo, heute mal wieder von Kubuntu 15.04. Ganz interessant gemacht, also ich kann mich ja gar nicht loseisen davon, ne? Mal ganz neues Design. Kubuntu Hilfe über KDE. Und zwar habe ich gesehen, das ist die Frameworks-Version 5.9.0. Ja, das sieht alles ein bisschen modularer aus, ein bisschen aufgeräumter hier. Uname-A. LSB Release minus A. Ubuntu 15.04 Zwischenversion mal wieder. Ne? Die Hauptversionen kommen ja alle 2 Jahre. Erkennt man an den runden Jahreszahlen. Jetzt ist es eine ungerade Jahreszahl. Jetzt wird wieder ein bisschen experimentiert und das finde ich gut. KDE Plasma 5. KDE Plasma 5, fünfte Generation und damit das KDE Framework. Ja, da geht es wieder so ein bisschen um Plattformunabhängigkeit. Nicht unbedingt nur für Windows, Mac, sondern vielleicht auch so für, ja, wenn man zum Beispiel ein Smartphone hätte oder ein Tablet, ne, dass man einmal Programme entwickelt. Und wenn die dann auf Qt, bla 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 und diesem Framework basieren, dann ist das für die Entwickler besser. Und dann sieht das auch so ein bisschen einfacher aus und einfacher auch für uns. Also ich finde das richtig pfiffig. Ne? Also typischer KDE Desktop eigentlich. Ne? Und kennen wir eigentlich alles, aber es wirkt irgendwie aufgeräumter, finde ich. Ne? Also Bilder, ne? Sieht man Bildschirmfoto, wunderbar. Alles ein bisschen ordentlicher. Dokumente zum Beispiel, Python und ähnliches, sieht man die Symbole. Gut, hier Kate zum Beispiel habe ich mir schon ein bisschen angepasst. Steuerungstaste, Mausrollrad kann man zoomen, finde ich gut an Kate. Was ich hier nicht ganz so gut fand, früher konnte man das einfach umstellen mit den Farben, ne? Schriften und Farben. Jetzt hat man zwar mehr Optionen, aber ich habe dann auf Vim Dark umgestellt, weil normal war mir irgendwie zu hell. Ne? Und dann habe ich mir noch erstmal gesucht, in Wolf gesucht. Wo ist denn das jetzt überhaupt, dass ich noch die entsprechenden Zeilennummern habe? Also da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Also wie gesagt, Schriften und Farben habe ich mir auf dunkel gestellt, eigentlich für den alten Editor Vim gedacht. Aber fand ich dann so besser. Auch beim Terminal kann man schön zoomen. Ist eigentlich jetzt nichts Neues, aber für die, die das vielleicht nicht gewohnt sind, ne? Man kann mit Steuerungstaste gedrückt und Mausrollrad vorne hinten schön zoomen. Sehr schön. Also dieses KDE Framework finde ich gut vom Design her gemacht. Man hat aber immer noch die gewohnten KDE Elemente, ne? Zum Beispiel das hier, ne? Das ist ja natürlich ein Mini-Programm. Ein Mini-Programm. Erkennt man auch gut, wenn ich da drauf bin. Ganz gewohntes Mini-Programm. Man kann immer noch was drehen und wenden, wie immer. Aber wirkt alles so ein bisschen aufgeräumter, ordentlicher, finde ich gut. Mini-Programme sperren, dann ist das gut. CPU-Auslastung übrigens. Ich habe manchmal, wie gesagt, weil es eine ziemlich neue Version noch ist, dass die CPU-Last hochspringt und dass hier noch ein Prozess ständig läuft. Eigentlich die Konsole. Ja, die muss ich dann ab und zu hier bei der CPU-Last mal abwürgen, aber ansonsten schön gemacht alles, eigene Prozesse angucken, nur Programme, alles sehr schön. Also es gibt keine Rätsel auf, ne? Das finde ich richtig schön. Schön gemacht, finde ich gut. KDE, also könnte ich mich jetzt dran gewöhnen. Also vorher war es mir immer ein bisschen zu aufgebrezelt, ne? Ja, gut. Ja, hier auch das Menü sieht alles so ein bisschen aufgeräumter aus. Wie sucht man hier was? Hä? Wie sucht man hier? Ja. Info, einfach eintippen, einfach eintippen. Und schon hat man den entsprechenden Suchbegriff. Ne? KDE Plasma Version 5.2.2. Hier AMD Phenom mit 4 Prozessoren über das System. KDE Plasma Version 5.2.2. Qt Version, da ist es wieder mit Qt. Ne? Das ist jetzt so entwicklungsumgebungsmäßig für die Programmierer, dass die dann plattformunabhängig und auch für Smartphone und Gedönekes. Ne? Wunderbar. Also alles sehr schön aufgeräumt gemacht. Wie gesagt, auch hier unten kann man sich alles noch so einrichten, wie man es vielleicht gewohnt ist vom KDE. Dann habe ich noch was ganz Interessantes gesehen. Dann hatte ich was in die Zwischenablage kopiert zum Beispiel. Ja? Ich kopiere mir jetzt mal den Link in die Zwischenablage.
So, hier erscheint dann die Zwischenablage und da hat es ein interessantes Symbolchen mittlerweile, den Strichcode anzeigen, ne? QR-Code anzeigen, nett. Ja, also schon habe ich den mobilen Strichcode für das Ding, könnte auf meinem Smartphone das weitergeben. Gut, kann ich natürlich irgendwo speichern oder ich kann mal mit Taste Druck was drucken, Bildschirmfoto machen. So, es gibt natürlich die Möglichkeit, hier auch die Bildschirmfotos einen rechteckigen Bereich zu wählen. Ja, ja, rechteckigen Bereich, also neues Bildschirmfoto drücken. Und jetzt könnte ich mir zum Beispiel, jetzt machen wir mal, ich breche nochmal ab. Ich breche nochmal ab, weil ich will ja eigentlich jetzt mal den QR-Code mir kopieren. Zum Beispiel als Bildschirmfoto, ja, jetzt nur so als Beispiel. Neues Bildschirmfoto, suche ich mir einen rechteckigen Bereich aus, so, und Doppelklick und habe dann den entsprechenden Bereich mal wieder total verpeilt. Neues Bildschirmfoto, muss ich gerade nochmal Doppelklick, so, und habe dann den QR-Code als Bildschirmfoto und kann mir den dann speichern unter Bildern, zum Beispiel QR. Und speichern, sehr schön, finde ich ganz nett. Viele interessante Sachen zu entdecken. Netzwerkverbindungen kann ich hier sehen. Kabelnetzwerk, Flugmodus, Einstellungen für Netzwerke, Kabelnetzverbindung 1 bearbeiten. Das kennt man dann auch von Ubuntu her. Kann man hier alles einstellen, das gewohnte Menü, alles, aber wie gesagt, vom Design her. Aufgeräumter, ne? Aufgeräumt, das ist dann plattformunabhängig gemacht, finde ich richtig pfiffig. Natürlich die gewohnten vielen, vielen Einstellmöglichkeiten von Kubuntu eigentlich, ne? Arbeitsflächenumschalter, ne? Arbeitsbereich, es gibt die virtuellen Arbeitsflächen, die habe ich auf 4 eingestellt. Warum? Natürlich wegen den Arbeitsflächeneffekten. Den animierten Arbeitsflächenwürfel, ne, den könnte man sich hier sogar mal anschauen. Da gibt es dann auch so eine Animation, was das überhaupt so ist. Ne? Man macht da hier so eine kleine Vorschau, was da für ein Ding ist. Und man hat die Einstellmöglichkeiten, dass man sagen kann, wir benutzen den mit der Taste Steuerung und F11 gemeinsam. So dass ich den Arbeitsflächenwürfel direkt hier benutzen kann. Ne? Finde ich gut. Hier sieht man zum Beispiel auf der zweiten Arbeitsfläche, Arbeitsfläche 2, habe ich Record My Desktop am Laufen. Gut, rechte Maustaste. Bin ich wieder davon. Also richtig nett gelungen. Bin ich gut. Ich bin schon den ganzen Tag so ein bisschen dran am Gucken. Also ich kann mich gar nicht richtig loseisen davon. Kleine Bugs hatte ich auch mal. Das ist auch mal abgestürzt. Ja, aber dann hat sich der Bildschirm wieder neu selber aufgebaut. Fand ich gut. Wem das jetzt stört, hier zum Beispiel mit den runden Dingern, das passt irgendwie nicht zum eckigen Design, kann man natürlich dann auch einstellen. Ne? Arbeitsflächendesign kann man sich aussuchen. Breeze ist standardmäßig eingestellt. Details kann man hier erscheinungsbildmäßig einstellen. Anwendungsstil, Fensterdekorationen, zum Beispiel umstellen auf Plastik. Dick. Ja, das ist mit eckige Knöpfe anwenden. Gefällt mir dann besser, haben wir dann eckige Knöpfe statt runde Knöpfe. Also so finde ich das netter. Kann sich aber jeder selber so einrichten, wie er will. Also hier schmiert jetzt Dolphin gerade so ein bisschen ab beim Maximieren. Da wird es so ein bisschen dunkel. Ja, also ist noch nicht ganz perfekt. Ist ja wie gesagt eine Zwischenversion. Und das mit dem Framework ist ja wohl auch ein bisschen was Neues. Funktioniert übrigens auch, ich touche jetzt mal drauf rum mit meinem Touchscreen, ja, hat er sofort gefunden, sogar bei der Installation ging das, ne? Also selbst beim Installprogramm wurde sofort mein Touchscreen erkannt, fand ich gut. So, also wie gesagt, viele, viele neue kleine Einstellmöglichkeiten. Was hier manchmal verschwindet, ist hier seitlich, da gibt es so ein Ding, um die untere Leiste einzustellen, Einstellung für die Fensterleiste. Es gibt dann noch eine Möglichkeit, die um die Höhe einzustellen. Und das erscheint dann normalerweise da auf der rechten Seite, erscheint im Moment da nicht. Vielleicht gibt es da irgendeinen Knopf, ich weiß es nicht. Dass es wieder da erscheint,
kann ich jetzt nicht sagen. Doch, da Mini-Programme entsperren, dann erscheint erst der Knopf wieder. Und jetzt kann ich die Höhe einstellen, hier auf dem Knopf Höhe bleiben. Und dann sind die Symbole halt so groß oder so klein, wie ich es mit der Höhe ziehe. Finde ich nett. Also, den Mini-Programm muss man erst entsperren, damit das überhaupt wieder erscheint. Aha. Mini-Programme sperren, ist der Knopf wieder weg. Also, den habe ich vorhin gesucht, jetzt habe ich das auch wieder gefunden. Nett. Ja. Nett. Systemlast eigentlich ganz gut. Finde ich nett gemacht, auch vom Design her. Also, ich kann mich so gar nicht so richtig loseisen. Ich habe schon ein paar Programme installiert. Zum Beispiel sucht ihr dann, also ihr seid in diesem Ding drin. Hier steht, tippen Sie, um zu suchen. Dadurch bin ich jetzt mal drauf gekommen, tippen Sie, um zu suchen. Ich dachte einfach, tippen. Muon. Discover. Gut, mit Rechtsklick kann man das zu den Favoriten hinzufügen oder entfernen. Favoriten sind dann halt die, die hier ganz vorne sind. Haben wir dann hier drin die entsprechenden Anwendungen in den Favoriten. Muon Discover Programmverwaltung. Hat sich dann auch so ein bisschen optisch geändert, also alles so ein bisschen schöner gemacht. Aber hier, wie gesagt, da hat so einen kleinen Bug beim Maximieren. Macht so manchmal so spackige Sachen. Ne? Also, dann zieht man wieder so, dann ist wieder gut. Ne? Also muss erst noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen ausgefeilter werden. Plasma Desktop Widgets findet man hier zum Beispiel separat auf einer separaten Seite. Dann habe ich mir mal eins davon installiert, das erschien aber nirgendwo, also ist noch nicht ganz perfekt. Aber vom Design her finde ich das schon ganz gut. Ich denke, wir könnten das in Zukunft mal beobachten. Also mir gefällt es vom Design her sehr, sehr gut und funktioniert eigentlich schon dafür, dass es jetzt eine relativ frische Version ist, Ubuntu 15.04 Zwischenversion, wo wir halt immer wieder mal so Sachen ausprobieren. Finde ich nett. Ne? Da habe ich mir so ein Deskjet, also mein Drucker-Widget hier unten hinzugefügt. Also ich kann dann ja machen, hier Mini-Programme hinzufügen, da erscheint eine ganze Leiste. Und dann gab es da auch ein Drucker-Widget. Ne? Und dieses Drucker-Widget, das konnte man da irgendwo hinknallen. Und das konnte man dann auch dann, ja, wenn die Mini-Programme entsperrt sind, dann konnte ich das Ding auch nach da unten schieben. Und dann muss ich warten, bis das so verschiebbar ist. Und dann konnte ich das da hinzu. Jetzt habe ich zwei davon. Einstellungen kann man wieder entfernen. Gut. Kann ich das wieder? Wie werde ich das wieder? Das ist jetzt wieder interessant. Einstellungen für Printers. Okay, jetzt müsste ich das eigentlich auch wieder darunter kriegen. Aber dann weiß ich jetzt wieder nicht wie. Aha, okay. Also damit muss ich noch so ein bisschen üben, würde ich sagen. Üben müsste ich damit. Ah, Printer ist jetzt so, ist es wieder weg. Ah, ich kriege das hin. Da muss das erst wieder zu sehen sein und dann das so. Und so kann ich dann die Mini-Programme wieder sperren. Sehr nett. So, haben wir es auch durch. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.